Wir sind heute in Hopfgarten im Ortsteil Grafenweg und wie wir hier sehen, wir schauen da vom Haus her oben direkt schon Richtung Wiltschenau. Also wir sind da der Grenzen, wenn ich da geradeaus runter, wenn wir runterschauen, ist es schon Wiltschenau. Also wir sind wirklich an der Grenze zwischen Hopfgarten und Wiltschenau. Ja, wir haben hier ein sehr schönes Mietshaus und wie gesagt, die Lage ist natürlich genial. Viel schöner, glaube ich, kann man nicht wohnen. Wenn wir gerade ausschauen, schauen wir Richtung Niederau, da sehen wir die Kirche, Kirchturm. Wir haben hier, wir sind jetzt da im ersten Stock, da oben am Balkon, haben einen wunderschönen Ausblick auf die umliegenden Wiesen und einen Panoramaausblick auf Niederau. Schauen wir es uns an. Also, da, wir sind praktisch am Start, am Anfang vom Hochtal von der Wiltschenau. Wir kommen einmal von Hopfgarten über Grafenweg hierher oder über Wörgl kommen wir auch hier zum Haus her. Ich schwenke mal rüber. Also da unten, das Grundstück da, gehört auch mit dazu. Da unten, wo es die Wiesen seht, also man hat viel Platz. Das wird immer vom Bauern gemäht. Dann haben wir hier schönen Balkon. Also ich stehe jetzt hier auf dem Balkon oben. Jawohl. Also ruhiger und eine schöne Aussicht, glaube ich, wird es selten geben. Wir haben hier einen Balkon, jawohl. Da haben wir noch einen Balkon, da Straßenseite kommen wir rauf. Also wir sind hier leicht am Berg heroben, aber man kann das ganze Jahr problemlos, kommt man da rauf. Dann schauen wir rein. Wir haben hier Schlafzimmer Nummer 1. Also ich fange hier ersten Stock herum an mit den Schlafzimmern. Erstes Schlafzimmer. Schöne Höhe auch. Schlafzimmer Nummer 2. Jawohl. Dann haben wir Schlafzimmer Nummer 3. Da kommen wir dann auch wieder auf den Balkon raus. Schaut euch das Panorama an. Also wenn man da rausschaut und man hat es halt absolut ruhig, es schaut auch keiner irgendwo rein, wenn wir ganz erhaben da rum sind. Und dann haben wir noch ein kleineres Schlafzimmer Nummer 4. Das war vielleicht jetzt für eine Person. Oder ein Kinderschlafzimmer, da können wir auch noch mal auf den Balkon raus. Kasten haben wir auch mit dabei. Also das war jetzt der erste Stock mit 4 Schlafzimmern und natürlich ist hier oben auch ein Badezimmer. Man hat das auch wochenweise vermietet bisher, also ist auch möglich. Wir haben hier WC, Waschtisch und eine ganz schöne Dusche, ist alles schon schön modernisiert. Über eine Holzstiege geht es dann ins Erdgeschoss. Jawohl. Dann schauen wir gleich, Eingangsbereich, zeige ich euch gleich, so können wir rein, jawohl, dann haben wir hier Garderobe, da geht es dann in den Technikraum, also wir haben Pelletsheizung, brauchen wir uns über Öl, Gaspreise keine Gedanken machen, hier geht es dann weiter, dann haben wir Küche, klein aber fein mit allen Geräten, was man so braucht, sind vorhanden, großzügiger Kühlschrank, Geschirrspüler, es ist alles da, was man braucht, Backrohr und schaut euch die Aussicht an. Also genial. Ja, dann schauen wir weiter. Hier haben wir jetzt gleich ein zweites Badezimmer. Das ist gleich wie das im ersten Stock von der Ausstattung her. Regendusche auch, ist auch neu gemacht. Also gleich wie oben Schlafzimmer sind neu gemacht worden. Und jetzt kommen wir in den Essbereich. Jawohl. Und wohnen. Essen, wohnen. Also das kann was, gell? Mit offener Feuerstelle. Also viel toller, glaube ich, kann man es nicht haben. Jawohl. Ja, für wen eignet sich das Miethaus? Für eine große Familie. Oder auch, wenn man heute, wenn sie zwei, drei Familien zusammentun, dass man das praktisch für seine Ferien, Wochenenden, wie auch immer, dass man das entsprechend nutzt. Wie gesagt, es muss ein Hauptwohnsitz angemeldet werden oder ein zweiter. Und dann kann man es aber entsprechend nutzen. Also da würde ich euch natürlich die Infos entsprechend zur Verfügung stellen. Vorbesitzer haben das auch so gemacht, dass sie es selber genutzt haben, aber auch wochenweise vermietet. Ja, da draußen, der Bereich ist natürlich traumhaft schön. Also viel tolle, glaube ich, kann man es nicht haben.
also da draußen sitzen. Und man hat es da auch im Winter angenehm sonnig. Also Sommer ist eh klar, aber auch im Winter geht die Sonne da rüber. Man hat es das ganze Jahr über hier. Hört die Grillen zirpen? Genau so ist da das ganze Jahr über. Und im Winter ist man gleich im Skigebiet Niederau oder Richtung Oberau. Und sonst in die Skiwelt Wilder Kaiser, Hopfgarten-Einstieg, ist man auch in 10 Minuten. Also ich kann da wirklich da vorne leicht bekleidet mit umlaufen. Es schaut mir keiner zu. So schauen wir da aus, jawohl. Und was wir natürlich auch haben, wir haben genügend Parkplätze. Ich schwenke mal daher. Wir haben hier, geht da mal rauf, also wir kommen hier rein, Einfahrt. Da haben wir einen Auto, beziehungsweise zwei Autoabstellplätze. Und hier haben nur mal zwei Autos. Also wenn wir uns schön hinstellen, haben vier Autos hier heroben Platz. Also für große Familie oder für Freunde, wenn man Besuch bekommt, funktioniert das hervorragend. Ja, nur mal Ausblick auf das Hochtal Wildschönau. Wenn wir Interesse zu diesem tollen Miethaus geweckt haben, in Hopfgarten Grafenweg, Grenze Niederau, Wildschönau, alle Infos haben wir dann auf unserer Homepage. Freuen wir uns wiederum auf Ihre Anfrage per E-Mail oder telefonisch.